Das Beispiel von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Gesandten Allahs, hat er jemals jemandem dessen Vergangenheit vorgehalten? Niemals hat er das. Niemals hat er jemandem die Vergangenheit vorgeworfen. Es wären zu viele Beispiele, um alle hier anzuführen. Wahshi war jener Mann, der Hamza ermordet hat. Er hat den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam kaltblütig ermordet. Der Tod von Hamza radiallahu anhu, seine Ermordung, die Schändung seiner Leiche, war einer der Momente im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Moment, über den die Sahaba sagen, es war einer von wenigen Augenblicken, dass wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam in solch tiefer Trauer sahen. Er war so sehr verletzt, dass sie bei der Rückkehr nach Medina, nach der Schlacht von Uhud, in der so viele Muslime gefallen sind, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hören konnte, wie die Angehörigen weinten. Da begann der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu weinen, als sie in Medina einmarschierten. Und er sagte, für jeden Gefallenen weint heute jemand, aber für meinen Onkel weint niemand. Denn die eigene Familie meines Onkels hat ihm dieses angetan. So zutiefst verletzt war der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den Tod seines Onkels. Aber gegenüber Wahshi, jenem Mann, der den Mord an Hamza radiallahu anhu durchgeführt hatte, hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur keine Rache gelöst. Vielmehr entsandte der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Wahshi einen Brief nach dem anderen, um ihn zum Islam einzuladen. Um ihn zu ermahnen, sein Leben zu ändern, um ihn einzuladen, Muslim zu werden. Um ihm zu sagen, dass ihm Allah verzeihen wird. So gnädig war der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam. So bereitwillig war er, über Fehler aus der Vergangenheit hinwegzusehen. Hint, die Frau, die den Mord an Hamza radiallahu anhu angeordnet hat, als sie erfuhr, dass Wahshi seinen Job erledigt hat, kam sie aus dem Schlachtfeld und ging zur Leiche von Hamza radiallahu anhu. Sie ging zur Leiche und schnitt mit einem Messer seine Ohren heraus. Sie schnitt seine Nase heraus und seine Zunge. Und dann hängte sie an einen Faden und bewahrte sie als Trophäen auf. Hint war eine Frau, meine lieben Geschwister. Danach schnitt sie seinen Körper auf, riss seine Organe heraus und schändete seine Leiche. Eine Frau. Sie riss seine Kleider weg und entblößte seinen Körper. Sie war eine Frau. So sehr hasste sie den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und solch etwas Grauenvolles hat sie dem Onkel des Propheten angetan. Aber am Tag der Eröffnung Mekkas hat ihr der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein einziges Haar gekrümmt. Und dann, als sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, um den Islam anzunehmen, hieß er sie willkommen. Er gab ihr die Shahada und er erlaubte Hind, radiallahu anha, zu werden, eine Gefährtin des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Und die Geschichte geht noch weiter. Auch Ikrama, der Sohn von Abu Jahl, einer der erbittertsten Widersacher des Propheten, und Khalid bin Walid, der Stratege, durch den in Uhud hunderte Muslime getötet wurden. All diese Menschen wurden vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mit offenen Armen empfangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ sie in seiner Nähe. Sie wurden akzeptiert. Mit all ihren Fehlern aus vergangener Zeit. Und das war noch nicht alles. Es gab auch andere Menschen, die von der Gesellschaft geächtet wurden. Doch vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden sie alle willkommen geheißen.